Irgendwann musst du mir alles über meinen Vater erzählen. Dass er vor meiner Geburt gestorben ist, das reicht mir nicht. Diese Dinge lassen sich nicht einfach so erzählen. Kann ich mir vorstellen. Sonst hättest du es schon längst getan. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich an deinen Sohn denken musste. Ich erinnere mich genau an sein Gesicht im Regen. Mit seinem Buch in der Hand. Esteban! Und was hat sie ihm noch erzählt? Na alles. Hat mir alles erzählt. Wir Frauen, was tun wir nicht alles, nur damit wir nicht allein sind? Wir Frauen sind einfach toleranter. Und das finde ich gut. Nein, ich will nicht, dass du sowas denkst. Nur weil ich eben den ganzen Tag schon so nervös bin, dachte ich, wenn du mir einen bläst, das wird mich lockern. Blas du mir doch ein, ich bin nämlich auch ganz schön nervös. Es ist ziemlich lang her, dass ich einen Schwanz im Mund hatte. Warum hast du was gegen Lola? Lola hat die übelsten Seiten des Mannes und die übelsten Seiten der Frau. Immer habe ich geträumt von einem Sohn. Das weißt du. Vor 17 Jahren bin ich diese Strecke schon einmal gefahren. Da trug ich Esteban in mir. Damals war ich auf der Flucht vor seinem Vater. Und heute bin ich auf der Suche nach ihm. Es ist ganz schön teuer, authentisch zu sein, sag ich Ihnen. Und in diesen Dingen sollten wir nicht knausrig sein. Wieso? Weil wir umso authentischer sind, je ähnlicher wir dem Traum werden, den wir von uns selbst haben.